folgenden möchten wir uns mit formalen Aspekten und spezifischen Werkzeugen des Datenschutzes beschäftigen. Als erstes, was ist denn ein VVT? Das ist ein sogenanntes Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, also im einfachsten Fall eine Liste. Darin wird zusammengestellt, welche Personenbezogenen Daten die Schule zu welchen Zwecken verarbeitet. Ein solches VVT dient dem Nachweis, dass die Vorgaben der DSGVO eingehalten werden. Wer hierzu mehr wissen möchte, erhält beim Datenschutzportal für Schulen in Niedersachsen die richtigen Links. Zudem gibt es sogenannte Informationspflichten gemäß Artikel 13 DSGVO, welche beispielsweise mit einem Informationsschreiben erfüllt werden können. Sobald eine Schule personenbezogene Daten direkt bei der betroffenen Person erhebt, also Beispiel bei der Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers in der Schule, ist sie verpflichtet, die Betroffenen über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Hierzu können Sie das Muster eines Informationsblattes und die dazu als Anhang beizufügende Tabelle nutzen. Rufen Sie nun das Muster unter dem hier eingeblendeten Link auf. Im Folgenden erläutere ich Ihnen, wie Sie es verwenden können. Zur Verwendung dieser Dokumente gehen Sie bitte wie folgt vor. Erstens passen Sie das für Ihre Schulform entwickelte Muster an, indem Sie den Schulkopf ergänzen und folgende Punkte eintragen. Träger der Schulbeförderung, Hinweis auf Dienstleister, die für Sie als Auftragsverarbeiter tätig sind. Zweitens Passen Sie die Tabelle entsprechend an. In der Tabelle sind alle personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern sowie von Erziehungsberechtigten, welche die Schule verarbeitet, zu nennen. Prüfen Sie daher vor dem Einsatz, ob an Ihrer Schule gegebenenfalls noch weitere personenbezogene Daten der Betroffenen verarbeitet werden. In diesem Fall müssten Sie die Tabelle ergänzen. Wenn an Ihrer Schule einzelne personenbezogene Daten nicht verarbeitet werden, streichen Sie diese aus der Tabelle. Werden personenbezogene Daten für andere als die in der Tabelle genannten vier Zwecke verarbeitet? Ist eine wirksame Einwilligung Voraussetzung für die Datenverarbeitung. Dies gilt beispielsweise für die Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos auf der Homepage. Den konkreten Zweck können Sie entweder direkt in die Tabelle eintragen, oder per Fußnote unterhalb der Tabelle beschreiben. Bezüglich der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung ist die Tabelle an die jeweilige Schulform anzupassen. Sofern in der betroffenen Schulform keine individuelle Lernentwicklung dokumentiert wird, ist die entsprechende Zeile der Tabelle komplett zu löschen. Wenn eine Übermittlung an eine weiterführende Schulform nicht vorgesehen ist, ist das Kreuz im Feld Übermitteln der Tabelle zu löschen. Folgende Möglichkeiten bestehen für Sie, um der Erfüllung der Informationspflichten durch den Einsatz des Musters und der Tabelle nachzukommen: Aushändigung des Informationsblatts, nebst der als Anhang beizufügenden Tabelle an alle Schülerinnen und Schüler bzw. die entsprechenden Erziehungsberechtigten zum Zeitpunkt der Anmeldung bzw. zum Schuljahresbeginn, an die Schülerinnen und Schüler der höheren Jahrgänge bzw. deren Erziehungsberechtigte. Hinweise auf dem Anmeldeformular der Schule mit Anleitung, wie die ausführlichen Informationen erlangt werden können. Link zu ausführlichen Hinweisen auf der Schulhomepage. Auslage im Sekretariat. Aushang am schwarzen Brett der Schule. Als nächstes schauen wir uns das sogenannte Schutzstufenkonzept der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen an. Um den Anforderungen des Datenschutzrechts gerecht zu werden, ist der Verantwortliche verpflichtet, unter anderem mit geeigneten und angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten nach den Vorgaben der DSGVO erfolgt. Ein Hinweis auf die entsprechende Stelle in der Verordnung ist hier eingeblendet. Dabei gilt es, die Einhaltung der aus den Vorgaben der DSGVO abgeleiteten Ziele Datenminimierung, Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Nichtverkettung, Transparenz und Intervenierbarkeit im Rahmen einer auch risikobasierten Datenschutzkonzeption angemessen sicherzustellen. Hierzu finden Sie unter dem eingeblendeten Link Informationen zum sogenannten Standarddatenschutzmodell. Ein Risiko im Sinne der DSGVO ist die Möglichkeit, dass ein Ereignis eintritt, das selbst einen Schaden darstellt oder zu einem weiteren Schaden für eine oder mehrere natürliche Personen führen kann. Hierzu können Sie auch im Kurzpapier der Datenschutzkonferenz Nummer 18 Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen nochmal nachschauen. Das Risiko hat dabei zwei Dimensionen. Erstens die Eintrittswahrscheinlichkeit und zweitens die Schwere eines möglichen Schadens. Personenbezogene Daten, die von den Betroffenen frei zugänglich gemacht wurden, zum Beispiel Telefonverzeichnisse, Wahlvorschlagsverzeichnisse, eigene frei zugänglich gemachte Webseiten oder auch frei zugängliche soziale Medien, beinhalten das Risiko eines geringfügigen Schadens und werden der Schutzstufe A zugeordnet. Personenbezogene Daten, deren unsachgemäße Handhabung zwar keine besonderen Beeinträchtigungen erwarten lässt, die aber von den Betroffenen nicht frei zugänglich gemacht wurden, zum Beispiel beschränkt zugängliche öffentliche Dateien, Verteiler für Unterlagen, Grundbucheinsicht oder nicht frei zugängliche soziale Medien beinhalten ebenfalls das Risiko eines geringfügigen Schadens, werden aber der Schutzstufe B zugeordnet. Personenbezogene Daten, deren unsachgemäße Handhabung die Betroffenen in ihrer gesellschaftlichen Stellung, also in ihrem Ansehen oder ihren wirtschaftlichen Verhältnissen beeinträchtigen könnten, zum Beispiel bezüglich des Einkommens, der Grundsteuer oder begangener Ordnungswidrigkeiten, beinhalten das Risiko eines überschaubaren Schadens und werden der Schutzstufe C zugeordnet. Personenbezogene Daten, deren unsachgemäße Handhabung die Betroffenen in ihrer gesellschaftlichen Stellung oder in ihren wirtschaftlichen Verhältnissen, also in ihrer Existenz, erheblich beeinträchtigen könnte. Dies können zum Beispiel Daten sein bezüglich einer Anstaltsunterbringung, Straffälligkeit, dienstliche Beurteilung, Arbeitszeugnisse, Gesundheitsdaten, Schulden, Pfändungen, Sozialdaten oder auch Daten besonderer Kategorien nach Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung. Beinhalten das Risiko eines substanziellen Schadens und werden der Schutzstufe D zugeordnet. Personenbezogene Daten, deren unsachgemäße Handhabung die Gesundheit, das Leben oder die Freiheit des Betroffenen beeinträchtigen könnten, zum Beispiel Daten über Personen, die mögliche Opfer einer strafbaren Handlung sein können, beinhalten das Risiko eines großen Schadens und werden der Schutzstufe E zugeordnet. Hierzu sei noch ein, kurz ein Hinweis auf das sogenannte Zeugenschutzprogramm gegeben, das nämlich genau für Personen, denen beispielsweise Gefahrenleib und Leben droht, entsprechender Schutz gewährt wird. Das genannte Kurzpapier der Datenschutzkonferenz Nummer 18, Risiko für die Rechte und Freiheit natürlicher Personen, sieht bei der Ermittlung der Schwere eines möglichen Schadens vier Abstufungen vor: nämlich die Stufen geringfügig, überschaubar substanziell und groß. Diese Abstufungen lassen sich wie folgt auf das Schutzstufenkonzept der Landesbeauftragten für Datenschutz Niedersachsen übertragen. Die ersten beiden Schutzstufen A und B fallen in die Stufe geringfügig. Darauf aufbauend sind die Stufen analog. Schutzstufe C entspricht einem überschaubaren Schaden, Schutzstufe D einem substanziellen Schaden und Schutzstufe E einem großen Schaden. Damit ist es auch recht einfach, sich die jeweiligen Entsprechungen zu merken. Eine Zuordnung der Fallbeispiele in die Schutzstufen kann in Einzelfällen aufgrund besonderer Umstände abweichen. Was wir uns jedoch merken können, im Schulbereich ist davon auszugehen, dass personenbezogene Daten hinsichtlich der Schwere eines möglichen Schadens stets mindestens der Schutzstufe C also einem überschaubaren Schaden zuzuordnen sind. Eine Klassifizierung des konkreten Sachverhalts nach dem Schutzstufenkonzept sollte durch den Verantwortlichen durchgeführt werden, um sich selbst und im Rahmen der Erstellung eines Datenschutzkonzeptes weiteren beteiligten Stellen die Sensitivität der jeweils verarbeiteten, personenbezogenen Daten vor Augen zu führen und zu dokumentieren. Diese Klassifizierung allein reicht jedoch nicht aus, um daraus unmittelbar die erforderlichen und angemessenen technisch-organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen abzuleiten. Um ein dem Risiko der Beeinträchtigung der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen angemessenes Schutzniveau durch die Auswahl geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen zu gewährleisten, ist die Schwere eines möglichen Schadens im Rahmen einer Gefahren- und Risikoanalyse gemeinsam mit den entsprechenden Eintrittswahrscheinlichkeiten zu bewerten. Dabei sind Art, Umfang, Umstände und Zwecke der Verarbeitung einzubeziehen. Darüber hinaus sind der Stand der Technik und die Implementierungskosten zu berücksichtigen. Weitere Informationen dazu sind hier zu finden. Und dann gibt es noch einen Punkt, der beachtet werden muss. Die sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung. Eine solche Datenschutzfolgenabschätzung ist ausdrücklich in Artikel 35 Datenschutzgrundverordnung geregelt. Dieser Artikel ist relativ lang und enthält vor allem in Absatz 1 die folgende Regelung. Hat eine Form der Verarbeitung insbesondere bei Verwendung neuer Technologien aufgrund der Art, des Umfangs der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch. Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden. Das heißt also, dass in jedem Fall ein Verantwortlicher und zwar vorab eine Abschätzung der möglichen Folgen vornehmen muss. Artikel 35 Absatz 2 DSGVO regelt dazu, dass der Datenschutzbeauftragte mit einbezogen wird. Und für Schulen können wir uns eine einfache Grundregel merken. Eine Datenschutzfolgenabschätzung für Schulen ist obligatorisch bei der Verarbeitung von personenbezogenen Schülerdaten durch Lernplattformen mit zentralem Auftragsverarbeiter. Hierzu ist auch ein Blick in die sogenannte MUSS-Liste zu empfehlen. Da sind alle Situationen aufgeführt, in denen eine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt werden muss. Dazu kann man sich auch in Erinnerung rufen, dass wir von Schülerdaten, also von Daten minderjähriger und besonders schützenswerter Individuen sprechen und damit auch die Folgen einer Datenschutzverletzung bei der Nutzung einer externen Lernplattform als hoch anzusehen sind. Die Datenschutzfolgenabschätzung nach Artikel 35 DSGVO ist wie das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ein internes Dokument, mit dem die Einhaltung der DSGVO nachgewiesen werden kann. Ein Einsichtsrecht hat nur die Landesbeauftragte für Datenschutz. Die Datenschutzfolgenabschätzung dient der Bewertung von Risiken, die insbesondere bei der Einführung neuer Technologien durch die Verarbeitung personenbezogener Daten entstehen und zu einer Rechtsverletzung der Betroffenen führen können. Daher ist eine solche Datenschutzfolgenabschätzung auch vor der Einführung einer eventuell risikobehafteten Datenverarbeitung durchzuführen. Im schulischen Kontext bedarf es einer Datenschutzfolgenabschätzung beispielsweise bei der Einführung eines elektronischen Klassenbuches, der verarbeitung personenbezogener schülerdaten durch lernplattformen oder der einführung von tabletklassen gemäß der datenschutzgrundverordnung muss die datenschutzfolgenabschätzung mindestens die folgenden schritte enthalten erstens beschreibung der verarbeitungsvorgänge und zwecke hierfür kann auf das verzeichnis von verarbeitungstätigkeiten zurückgegriffen werden die unter dem folgenden link zu finden muster müssen im Hinblick auf die schulischen Gegebenheiten angepasst werden. Zweitens, Bewertung der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitung im Verhältnis zum Zweck der Verarbeitung. Hier muss festgestellt werden, inwieweit die Verarbeitungsvorgänge zur Erreichung eines bestimmten Zweckes, also beispielsweise des Bildungsauftrags oder der Fürsorgeaufgaben, erforderlich sind. An dieser Stelle muss auch die Möglichkeit milderer Mittel, also alternativer Verarbeitungsvorgänge mit weniger Eingriffsintensität geprüft werden. Drittens, Risikobewertung. Bei der Risikobewertung werden die betroffenen personenbezogenen Daten einer Schutzstufe, wie zum Schutzstufenkonzept der Landesbeauftragten für Datenschutz, diskutiert, zugeordnet, und die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens für diese personenbezogenen Daten bestimmt. Viertens, technische und organisatorische Maßnahmen zur Bewältigung der Risiken. Hier führen Sie die geplanten Abhilfemaßnahmen auf, die zur Bewältigung der Risiken eingesetzt werden. Wie so etwas aussieht, können Sie sich unter dem folgenden Link anschauen.